Ja, was ist die beste Stahlsorte für ein Survivalmesser? Ja, die Frage, die kriege ich in letzter Zeit oft gestellt. Und wenn du meine Antwort hören willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich kriege in letzter Zeit, seit ich das Video mit diesem Kondormesser gemacht habe, wo hier hinten, ja, wo da diese kleine Beule entstanden ist, die ich dann noch einmal vergrößert habe. Wenn du das Video nicht kennst, gebe ich dir den Link da. Kriege ich wirklich, wirklich, wirklich ganz viele E-Mails hinsichtlich Survival-Messer und besonders, ja, Stahlsorten. Ich kriege ganz viele Anfragen dazu. Erstens einmal, ob da bei diesem Kondormesser nicht irgendein Granatsplitter drinnen ist und ich habe da reingeschlagen und habe nicht gesehen. Nein, ist es nicht, da war kein Stahl drin, ich habe ja nachgeschaut. Und ich mache das Video jetzt gerade aus dem Grund, weil ich jetzt gerade eine E-Mail bekommen habe von einem Herrn aus Deutschland. Ich nenne den Namen nicht, weil ich nicht nachgefragt habe und mache das Video sehr spontan. Der mir eine Liste mit 17, ich habe es abzählt, 17 unterschiedlichen Stahlsorten geschrieben hat und gefragt: Rein, ich bin Anfänger, ich bin neu in dem Bereich Bushcraft und Survival und hast du bitte, ich möchte mein Survivalmesser kaufen, bitte sag mir, welche Stahlsorte die gescheiterste ist. Und da muss ich gleich eins dazu sagen, da bin ich die falsche Adresse, weil Stahlsorten interessieren mich so gar nicht. Weil mir das wurscht ist. Ja, ist mir einfach wurscht. Aber warte mal, das soll jetzt kein grantiges Video werden, überhaupt nicht. Sondern ich mag eine Frage stellen. Wenn man ein Survival-Messer kauft, dann stelle die Frage, was ist Survival für dich? Was willst du überleben und wo? Was und wo? Ein Beispiel. Du fährst in den Dschungel nach weiß was ich was, ja, Uganda oder ich weiß nicht, ja, und willst dort ein Survival Camp machen. Gut, das könnte ja sein. Oder du sagst, ich bin die ganze Zeit in der Stadt, in diese komische Natur gehe ich eh nicht, weil die ist mir zu grün, ich will ganz einfach in der Stadt überleben. Könnte auch sein. Oder du sagst, so, ich möchte einfach ein bisschen Bushcraften, ich möchte es ein bisschen gemütlich haben, ich möchte ein bisschen einen Tee kochen, ich möchte draußen ein bisschen herumsitzen, mag ein bisschen, meine, ich will Bushcraften hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch legitim. Oder du sagst, die Zombie-Apokalypse ist nahe und ich möchte dort überleben und ja. Oder du sagst, ich gehe nach Kanada oder nach Skandinavien und bin dort im Busch als Trapper unterwegs, ja. Was weiß ich, ja. Oder Soldat oder du bist ein Taucher und sagst, ich möchte, wenn ich irgendwo hängen bleibe, überleben. Oder du bist ein Kletterer oder ein Segler oder was auch immer. Okay, es gibt ganz viele Bereiche von Messern. Und wenn ich von Messer spreche, von dem, was ich halt tue, ja, was weder gut noch schlecht ist, sondern es ist halt einfach das, was ich mache, dann rede ich meistens von irgendwelchen Schnitzmessern oder ja, von irgendwas, wo ich drauf dreschen kann. Ja? So, das sind bei mir die Dinge. Vielleicht sind die bei dir anders. Und das ist mal die erste Frage, was willst du wo tun? Und wenn du das beantwortet hast, dann können wir über Klingenformen sprechen und können über die Größe des Messers sprechen und dann können wir meiner Meinung nach, so wie ich das verstehe, auch über Stahlsorten sprechen. Gut. Und die Stahl, also ich bin kein Stahlsortenexperte, echt nicht, und ich will es auch nicht werden, es ist immer wurscht einfach, ja. Ich kenne Leute, die kennen sich da gut aus und das ist super. Wenn ich zu denen dann sage, hey du da oben, da steht ein Baum, was ist denn das? Dann kriege ich meistens solche Blicke, so, gute Frage, ja. Und wenn ich dann sage, na gut, das wäre eine Traubeneiche, ah ja, Traubeneiche, ja. Dann sage ich, und was kann man damit alles tun? Na ja, ja. Also jeder hat so sein Fachgebiet und Stahlsorten gehört bei mir irgendwie gar nicht, dazu interessiert mich nicht. Aber ich habe ein bisschen eine Idee, und das solltest du auch über Bäume haben, ein bisschen eine Idee, auch wenn es dich nicht interessieren. Und zwar, ich mag dir eine Frage stellen. Stell dir vor, du beantwortest die Frage, die ich vorher gestellt habe, wo du was überleben willst, du sagst, du gehst in den Dschungel. Du gehst in den Dschungel. Im Dschungel, ich suspekte gegen, ich will da gar nicht hingehen, aber egal, da brauche ich nämlich auch jemanden, der mir hilft, weil ich habe keine Ahnung dort, wirklich nicht. Und wenn du da den Dschungel hast und du musst da durch, nicht herumsitzen, sondern du musst durch, dann wird es wahrscheinlich irgendwas werden, was vielleicht deutlich ist als das. Du brauchst ein Haumesser. Und wenn du schaust in diese Urwälder, ja, dann haben die so Art Macheten, ja, Parangs, Polomacheten und so weiter und so fort. Die haben unterschiedlichste Geschichten. Erstens, weil sie sich den Weg freischlagen müssen, weil dort 100.000 Viecher herumkrallen, also herumkraxeln, herumklettern, ja. wenn die eine Schlange sehen, schlagen die tot, ja. Das ist bei uns einfach nicht denkbar, weil wir auch eine andere Natur haben, aber dort ist das so. Ja, was soll ich tun? Ich will das nicht werten, ich beschreibe ja nur.
Das heißt, wenn du dann so ein langes Messer hast, und jetzt reden wir über Stahl, ist es dann cool, eher so einen einfach nachzuschärfenden, nicht allzu harten, flexiblen Stahl, der auch Fehlschläge, wenn man mal daneben haut, und das kann jedem mal passieren und jeder hat einen schlechten Tag und trifft vielleicht nicht, auch mit einer Axt zum Beispiel nicht, ja, oder mit einer Brachette nicht jeden Tag, ja, aber du schlagst daneben, wäre es dann cool, wenn der eher den Schlag abhält und nicht abbricht, oder soll der so richtig beinhart sein, so richtig super, mega scharf, so auf Hochleistungsgetrimmt, sodass man 400.000 Jahre nicht mehr nachschärfen muss und skalpellartig, dass man sogar Operation damit machen könnte. Die Frage ist, die Antwort kennst du. Ja? So, gut. Also, das ist einmal das eine. Und dann die nächste Frage, wenn wir über Survival-Messer sprechen, ist, wie lang willst du da draußen sein? Weißt du, bleiben wir gleich bei dieser Geschichte mit unserer Machete. Jetzt haust du dich durch den Dschungel durch. Und wenn du nur 3 Minuten dort unterwegs bist und sagst, ja, es war eh ganz schön und gehst dann wieder in die Tourismus-Lounge zurück, dann ist es eigentlich wurscht, was du hast, ja. Wenn du aber dort länger unterwegs bist und eine Tour machst, ja, dann wäre es wahrscheinlich so, dass es cool wäre, wenn du das auch selbst reparieren und bearbeiten kannst, ohne dass du in eine Werkstatt fahren musst. Ja, denke ich mir halt, ja, wenn ich da jetzt 3 Wochen herummarschiere oder unterwegs bin oder auch nur eine Woche und ich hack immer wieder jeden Tag und muss da arbeiten damit, dann wäre es voll cool, wenn ich mir selbst draußen helfen könnte. Also eher ein weicherer Stahl, eher etwas, was man einfacher bearbeiten kann. Natürlich auch mit allen Nachteilen, die es hat, das ist ja ganz klar. Okay? Nichts hat nur Vorteile, alles hat auch Nachteile, aber es ist halt wichtig, was brauche ich an der Stelle. Gut. Sei es drum. Gut, jetzt gehen wir zu einem Taucher. Ist mir jetzt gerade eingefallen, oder zu Klettermaxeln. So, jetzt geht es da wahrscheinlich auch darum, wenn du irgendwo hängen bleibst als Klettermaxel, ich klettere nicht und ich tauche auch nicht, das ist mir alles viel zu gefährlich, da bin ich viel zu paranoid dazu, ja, aber egal. Aber ich stelle mir das jetzt einfach so vor. Und du hängst irgendwo so komisch drin und sagst, verdammt, ich habe jetzt ein Problem. Ja, weil der Taucher, dann braucht er wahrscheinlich irgend so ein Messer, das er dann ziehen kann, ja, und sich befreien kann. Klingt irgendwie voll vernünftig. Jetzt weiß ich es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ich bin kein Taucher, ich habe keine Erfahrung damit. Aber da wird es dann vielleicht cool sein, wenn das Hölle Wahnsinn super scharf ist und wenn man mit dem Messer sozusagen am Seil nur so ankommt, dass es schon auseinanderfetzt. Ja? Und da werde ich dann keinen Hochkohlenstoffstahl brauchen, damit ich unterirdisch im Wasser mit nachschärfen kann. Okay, also das ist ja wieder was anderes. Wenn der auftaucht und das Messer ist stumpf, weil er irgendwo reingefahren ist, Stein oder was auch immer, dann bringt das in die Werkstatt und dann bauen die, dann wird das wieder ausgeschliffen und es wird weggeschmissen und jetzt kommt ein neues. Also, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, es kommt jetzt schon raus. Es kommt einfach darauf an, was ist die Situation und wie schnell komme ich wieder in eine Werkstatt, was ist, wenn das Ding kaputt wird, muss ich mir dann selber helfen oder sage ich, naja, dann borge ich mir halt das aus oder ich gehe und ins Geschäft und kaufe mir gleich ein neues. Also, das sind ganz unterschiedliche Dinge, wirklich ganz unterschiedliche Dinge. So, sind jetzt Extreme sozusagen. Und was dir persönlich dann auch noch taugt, ja, was dir persönlich auch noch taugt. Also ich muss ernsthaft sagen, schon seit ich Real Steel Bushcraft Folder vor 2,5 Jahren kennengelernt habe und mit diesem D2-Stahl da gearbeitet habe, ich mag den sehr, sehr gerne. Und es gibt auch Leute, die hassen den und sagen, Reini, was willst du mit dem Schaß? Das muss ein irgendwas sein, was weiß ich, ja? Das ist alles okay. Nur, egal was du tust, stell dir die Frage, was will ich eigentlich machen, wo gehe ich hin und was ist für mich relevant. So, und jetzt schließe ich es ab, weil du mich ja gefragt hast oder mich viele auch gefragt haben, was meine Stahlsorte ist. Also ich, ist jetzt irgendwie blöd, weil die hängen jetzt genau nicht da, aber also ich mag zum Beispiel, weil ich 2 Dinge habe, die ich mache. Das ist Schnitzen. Was soll ich tun? Ich schnitze halt. Und irgendwas spalten und hacken und in die Richtung.
Ja? Ohne dass ich professioneller Baumfäller wäre, der, weiß ich nicht, 5000 Quadratmeter ab, da würde mir ein Fichtenmoped kommen oder ich würde jemanden anrufen, der das für mich machen kann. Ja? Aber, okay? Das heißt, nur Kleinigkeiten, zum Beispiel Äste abzuhacken, damit man sich ein Dreibein bauen kann, wo man dann das Zelt drüber legen kann oder für den A-Frame-Shelter oder was auch immer, sowas in die Richtung. Und da gibt es für mich eigentlich nur eine ganz klare Bandbreite. Und zwar, wenn man anfangen will, dann ist das zum Beispiel, es muss jetzt nicht ein Mohrer sein, aber irgendwas mit Carbonstahl, glaube ich, steht da drauf, ne? Ich hoffe es, ja, steht drauf, ja. Also so etwas zum Beispiel. Oder wenn du in die Wildnis gehst und wenn ich jetzt an das Nordwood denke, an die Nordwälder, dann Askrama, ja. Und dann bitte nicht die Stainless-Version, zumindest ist das meine Sicht der Dinge, sondern diese Carbon-Variante, also auch mit Carbonstahl. Das Teil ist absolut irre. Und da geht es mir jetzt nicht um das Messer als solches, aber einfach auch von dem Stahl, der hier eingesetzt wurde. Das ist einfach super. Ja? So etwas in der Richtung kann es sein. Dann, was mir halt gefällt, ja, was mir einfach urtaugt, oder eben diese D2-Stähle jetzt unabhängig. Ich habe jetzt wieder dieses Messer hergenommen, weil ich das jetzt momentan, weil ich mit dem herumlaufe, jetzt im Moment ganz, ganz viel. Aber D2-Stähle, ja, ich mag sie. Es gibt andere Leute, die sie zum Beispiel überhaupt nicht leiden können. Dann, das ist jetzt aus einer anderen Ecke. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel hier aus meiner Fehlniven-Serie und aus meiner Fehlniven-Sammlung, das S1 mit diesem VG10-Stahl. Das ist aber schon ein bisschen was anderes als die vorher gezeigten. Bei den vorher gezeigten kann ich mir sehr einfach und auch mit improvisierten Mitteln helfen und kann, haben wir alles schon gemacht, ich meine, es ist alles fürchterlich, aber du kannst auch mit natürlichen Materialien arbeiten, du kannst mit einem Stein aus dem Bach ein bisschen nachschärfen, das geht alles, nicht so lustig wie mit richtigen Schärfmitteln, aber es geht, das ist da schon nicht mehr machbar. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin auf einer Tour, eine Woche, zwei Tage, drei Tage, dann ist es mir auch relativ wurscht, gell? Weil das die Schärfe hält. Wenn aber mein Leben davon abhängt, weil ich für 500.000 Jahre da draußen bin, dann weiß ich nicht, ob ich das hier nehmen würde. Ernsthaft, jetzt nicht das S1 oder auch nicht das A1 oder F1, weiß ich nicht. Aber bei einer Bushcraft Tour ist das meiner Meinung nach total, total in Ordnung. Oder das hier, morgen ganz wohl. Oh. Das Walzskalpell, ja, das Walzskalpell. Link zu all den Produkten findest du unten, ja. Zu dem habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe ich da auch da. Ich meine, das ist einfach absolut, absolut irre. Es ist super zum Schnitzen und für sonstige Dinge, zum Fleisch runterschneiden und sowas. Es ist einfach voll super. Hacken will ich damit jetzt nicht, ich will jetzt nichts damit spalten. Aber das sind halt so, da sind wir jetzt in diesen Stahlsorten unterwegs, die mir halt einfach taugen. Aber, ich würde sagen, geh einfach rein, mach da nicht zu viele Gedanken, sondern mach dir einfach einen, triff eine Entscheidung und kauf dir ein Ding. Das muss ja nicht das teuerste sein. Geh mal rein und kauf dir was und schau, wie das ist. Arbeite damit und schau, wie lange hält das die Schärfe und wie kann ich es nachschärfen. Und taste dich dem Thema an. Ja, taste dich dem Thema an. Und wenn du dann Stahlsorten voll ansprechend findest, dann gibt es genug Literatur, es gibt genug YouTube-Videos, wo du dir voll reinkippen kannst und alles hörst, ja, von den Profis. Und wenn du so jemand bist, wie ich, der sagt, das ist mir eigentlich alles wurscht, ich will nur etwas, was bei mir funktioniert und ich will mich mit diesen Produktionszyklen auch wirklich nicht auseinandersetzen, das ist mir einfach wurscht. Ich mag lieber Bäume zerschneiden, ja, dann ist das auch okay. Ich weiß, vielleicht habe ich die Fragen der Fragenden nicht wirklich beantwortet, aber trotzdem ist das meine Antwort. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Ja, ja, bitte, wie siehst du das? Was ist deine liebste, beste Survival-Messer-Stahlsorte? Ja. Sag uns das, schreib uns das da unten, dann haben wir gleich eine Infosammlung, die ich weitergeben kann. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zu den Produkten. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.